Good. So, welcome to Clark. We will be hearing. So, willkommen in Clark. Wir hören jetzt dann gleich Eric Sesterhen. Der hat 15 Jahre als Consultant gearbeitet im Bereich Penetration Testing und Source Code Consulting, Entwicklungskonsulting. Er hat schon an DEFCON einen Vortrag gehalten und jetzt zum Abschluss hier am CCC. Der Vortrag ist in Soviet Russia Smart Card Hacks You. Also in Sowjetrussland hackt die Smart Card dich. Eine Runde Applaus bitte. Herzlichen Dank. So, also ich wurde ja schon vorgestellt. Ich bin Eric. Ich bin schon lange in CCC Wiesbaden oder vorher Mainz dabei. Ich komme seit einer Weile an den Kongress. Ich muss zugeben, das ist das erste Mal, dass ich ja so Angst habe hier auf der Bühne. Es ist wunderschön, dass der Kongress immer größer gewachsen ist und es ist so lässig, jedes Jahr hier zu sein. Also herzlichen Dank an alle Helfer. Also Smart Cards waren schon immer ein Thema am Kongress, schon vor 19C3, aber davor gab es keine Aufnahmen. Und ich meine, die alten will man vielleicht auch nicht unbedingt anschauen. Also es kommt immer wieder vor, dieses Thema. Also wenn ihr durstig seid nach mehr Informationen, dann schaut euch mal die alten Aufzeichnungen an. Einige Talks sind sehr gut da. Wenn man sich die Geschichte anschaut von Smart Card Hacking, dann die meisten Attacken haben die Smart Card im Mittelpunkt und dieser Talk, da geht es ein bisschen um was anderes. Also die Probleme, die ich hier vorstelle, wurden gefixt. Also ich habe die bei den Projekten gemeldet und geholfen, diese Sicherheitslücken zu schließen. Ich habe vor allem Open-Source-Projekte angeschaut, weil eben, ich meine, wenn ihr Proprietärhersteller seid und Geld macht mit diesen Dingen, dann solltet ihr auch jemanden bezahlen, diese Software sicher zu machen. Da gibt es eine Ausnahme allerdings. Und ein Freund von mir muss halt einen bestimmten Smartcard-Treiber verwenden und da habe ich schnell angeschaut, aber da in ein paar Abend habe ich keine ernsthaften Sicherheitsprobleme gelesen, aber ein paar Abstürze gefunden und ja, darüber spreche ich auch noch ein bisschen. Also, was sind Smartcards und wo werden die benutzt? Also ihr kennt sie von EC-Karten, Kreditkarten, die Jüngern vielleicht SIM-Karten in den Mobiltelefonen, manchmal für die Elternsemester hier. Auch Bezahlkarten also nicht Münztelefon, sondern Kartentelefon. Eine andere Anwendung ist natürlich Authentifizierung. Also als Zwei-Faktor, zum Beispiel wenn ihr bei Linux euch einloggt, dann kann das sein, dass es mit Passwort und Smartcard funktioniert. Das Passwort kann man klauen, indem man über die Schulter guckt bei der Angabe. Aber wenn man einen zweiten Faktor hat, zum Beispiel die Smartcard, dann muss man den auch irgendwie abgreifen und das ist viel schwieriger. Also die Smartcard gilt da eigentlich als sicherer. Also ich habe jetzt vor allem dieses Login-Szenario angeschaut. Das Interessante ist, dass das als Root läuft. Also wenn man da irgendwie Bugs findet, dann kann man sich als Root anmelden und nicht bloß als ein normaler User. Obwohl man natürlich für einen normalen User vielleicht bloß das Passwort hat, nicht für Root. Also das ist natürlich noch ein psychologisches Element. Also die Entwickler für die Smartkarte haben das Gefühl, dass die Smartcard vertrauenswürdig ist und die trauen der Smartcard auch, wenn sie die Antwort parsen, die die Smartcard gibt und da machen sie dann vielleicht Fehler, die Autoren von Netzwerktreibern nicht machen würden. Also, schauen wir uns mal den Smart Card Stack an. Was gibt es da für Schichten? Was für Teile gibt es da in der Kommunikation? Wir werden jetzt durch alle diese Schichten durchgehen und ich sage euch zu jeder was dazu. Also, grundsätzlich hat man ein manipulationssicheres Gerät. Also, diese Smart Card werden so hergestellt, dass die Schlüssel, die darauf gespeichert werden, da drin bleiben.
Also in der Vergangenheit gab es da Angriffe und da ging es um Glitching oder die Smartcard irgendwie dazu zu bringen, diese Schlüssel auszugeben. Also man hat hier ein paar Pins, die den Chip einschalten und da hat man Ein-Ausgabe-Chips und für diese Kommunikation hat man ein bestimmtes Protokoll, das die Smartcard und das Lesegerät verstehen. Das Protokoll besteht aus APDUs, also sind im Prinzip kleine Pakete oder Befehle, die man als Smartcard schickt. Das erste Byte ist ein Class Byte, das spezifiziert, ob das Kommando aus dem Standard ist oder ein herstellerspezifischer Befehl. Dann gibt das Instruktionsbyte. Da drin steht, jetzt kommt dieses Kommando. Zum Beispiel, wenn man DEX20 hat, dann ist das ein Verifizierungsbefehl. Also das heißt, man schickt den PIN der Smartcard und sagt ihr, okay, das ist hier mein PIN, bitte entsperre dich. Dann hat man zwei Parameter, bei denen man zusätzliche Informationen übergeben kann und weitere Daten halt an die Karte schicken. Noch weiter hinten. Also die Smartcard beantwortet dann diese Anfrage mit einem Blob Daten und am Ende der Daten kommen zwei Bytes. Also da heißt, gibt es zum Beispiel executed successfully, also erfolgreich ausgeführt, das ist 9000, oder dass ein bestimmter Fehler passiert ist. Eine interessante Antwort hier ist 6.1. Da heißt es, ich habe dir was geschickt, aber ich habe noch mehr Bytes, die ich dir schicken möchte. Also ja, da haben wir noch bestimmte Fehler, die kodiert sind, bei denen man mehr Informationen hat oder nicht. Also zum Beispiel hier, du konntest dich nicht authentisieren und du hast noch einen Versuch übrig oder so. Da haben wir eine Abstraktionsebene oben drüber. Diese heißt PCSC. Das ist eine API, um diese APDUs an die Smartcard zu schicken. Also es gibt da einige weitere Funktionen, um irgendwie über den Reader was rauszufinden, also ob eine Karte drinsteckt oder eine Nachricht zu erhalten, wenn die Karte entfernt wird. Aber das Wichtigste für mich war diese Transmit-Function, diese Übermittlungsfunktion. Also hier hat man einen Buffer, da sind die Daten und dann hat man einen anderen Buffer, wo dann die Daten von der Smartcard-Antwort drin sind. Und das Schöne an dieser Abstraktionsschicht ist, es ist das gleiche auf Windows und Linux. Obendrauf hat man noch eine andere Abstraktionsschicht. Da wird nicht über Karten gesprochen, sondern über kryptografische Tokens. Also man kann da eine Smartcard brauchen oder ein Soft-Token. Und das hier ja, ist auch standardisiert, diese Schnittstelle. Also ein Browser braucht die, OpenSSL braucht diese Schnittstelle. Und das ist nochmal eine Abstraktionsschicht, die ziemlich generisch ist. Wenn man einen Treiber schreibt für Smartcards, wollt ihr normalerweise dieses Interface implementieren und das PCSC-Interface drunter braucht man, um mit der Karte zu kommunizieren. Jede Smartcard, die man einsteckt, schickt eine bestimmte Reihe von Befehlen und reagiert auf Resets und da ist bestimmte Information encodiert, wie man mit der Smartcard sich unterhält und auch welche Bytes man schicken muss. Also man sieht da auch irgendwie, zu welchem Vendor die Smartcard gehört und der Treiber braucht diese Information, um herauszufinden, ob der Treiber mit dieser Smartcard umgehen kann oder nicht. Also, wie sieht dieser Login-Prozess aus? Also normalerweise hat man PAM. Also man hat irgendwie eine grafische Oberfläche oder Shell-Login-User. Braucht dahinter PAM, um die Autorisierung zu handhaben. Und die PAM-Bibliothek versucht erstmal eine Liste von Zertifikaten auf der Smartcard zu kriegen. Wenn ein Zertifikat passt für einen bestimmten User, dann darf der sich, wenn da sich herausstellt, dass der sich einloggen darf, dann wird überprüft, ob das Zertifikat wirklich noch gültig ist. Wenn das Zertifikat gültig ist,
und der User auch zum Zertifikat passt und der User sich einloggen darf auf diesem System überhaupt, dann generiert der Computer eine Nonce, also eine Zahl zur einmaligen Verwendung, also einfach ein zufälliger Bitstring. Und die Smart Card muss für diese Nonce eine Signatur generieren. Und wenn die Smart Card das tun kann, wissen wir, dass die Smart Card den Private Key enthält, um ja, dann zu antworten und dann darf der User sich einloggen. Let's start with the proprietary driver. Beginnen wir mit einem proprietären Treiber. Die spanische elektronische ID, die entspricht der EU-Direktive. Sie hat auch einen Chip. Mein Freund muss das benutzen. Ich weiß nicht, was der rechtliche Hintergrund ist, aber jedenfalls ist es so. Er hat sich sehr darüber beklagt. Und darum habe ich rasch drauf geschaut. Das wurde herausgegeben für Linux vor 10 Jahren. Ist eine Bibliothek, die nicht besonders gesichert ist. Yeah, it's a technology from like 10 years ago. Das ist 10 Jahre alte Technologie. The library uses two open source libraries. Wir haben zwei Open Source Bibliotheken, die genutzt werden, eine Krypto. Ich weiß nicht, ob sie wirklich notwendig sind. Auf jeden Fall haben sie es nie upgedatet und dann gibt die ASN1C. Die Größe zeigt, dass da sehr viel Text da ist. Ich weiß nicht genau, was passiert. Auf jeden Fall hat es kein Copyright drauf für alle die Leute, die da Open Source benutzen, logisch. Habe damit rumgespielt. Habe ein paar einfache Sachen geschrieben. The driver asked for response. Manchmal verlangte der Treiber Antwort. Die Karte antwortet dann, frag eine weitere Zero Bytes von mir. Du kannst dann Ping-Pong spielen. Und es kann sein, dass das irgendwann einmal Denial of Service gibt, wenn man dann die Zahl überschritten hat. But usually when doing security, denial of service is not interesting. In Security will man natürlich nicht Denial of Service machen. Also man will ja, dass da irgendwas gemacht wird. Ich habe jetzt 255 Byte reingespiesen. Und habe das in eine Schleife gemacht, immer wieder die 255 Bytes reingefüttert. An einem bestimmten Punkt gab es einen Crash, weil der Buffer überschritten wurde. Und das war nichts, was man irgendwie ausnutzen kann. Another issue there is if you reply, hey, this command worked. Wenn du antwortest, ja, das wirkt, und du sendest keine Daten, sondern nur ein Code, dass alles okay ist. At least for this driver generate a null pointer dereference and a crash. Dann kannst du ihn auch crashen lassen. Ist auch nicht interessant, aber man sieht, was alles schiefgehen kann. Ich habe andere Sachen gefunden, die nicht so laufen, wie es sein sollte. Nichts schien wirklich ausnutzbar. Wollte auch nicht, dass der Hersteller das mitbekommt. Auch bei proprietärer Software gibt es ähnliche Issues. Das sind die verschiedenen Treiber, die ich angeschaut habe. Einer hat 9000 Bugs und der hat offenbar natürlich einige Probleme. Das Projekt existiert seit 20 Jahren, so gewisser Code ist natürlich ein bisschen veraltet.
Für OpenSC danke ich Frank Morgner, der hat das koordiniert, um das alles fixen zu lassen. Man kann sich vorstellen, das ist nicht ein einziger, der das alles entwickelt hat. Da waren 20, 30 Leute. Jeder hat unterschiedliche Karten. Und wenn man einen neuen Release rauslässt, it's a lot of work. Ist einiges zu tun. Apple war interessant, als ich ihnen den Bug mitgeteilt habe. Sie haben das ganz still und leise gepatcht. Offenbar wird das gegenwärtig gar nicht benutzt in den heutigen Maschinen, die sie verkaufen. Es ist etwas aus der Vergangenheit. Yeah, at least to change log entry that it's security related. Ich musste sie dann fragen und bitten, das zu korrigieren. Ich bekam keine Antwort. Sie sehen, ihr seht hier ein Loop, that it no longer has additional data left. And as long as the card sends data, this data is so der nimmt die Daten entgegen und bringt sie in den Buffer. Der Entwickler, der das geschrieben hat, hat ganz viel Vertrauen in die Smartkarte gesteckt. Darüber habe ich vorhin schon gesprochen. Die Karte kann einfach sagen, ja, ich kann immer noch mehr Daten brauchen und irgendwann fließt es über. Ein interessanter Problem im OpenSC ist der CryptoFlex. Sie haben eine 2048 Bytes Speicher. Die nehmen die Select-File-Function, um Metainformationen über das File reinzuholen. Eine ist die Größe der Datei. Sie nehmen die Größe, die dem Puffer entspricht. Also wenn die Karte 5000 Kilobytes hat, dann wird natürlich der Buffer überlaufen. Und ich habe hier eine kleine Demonstration. The tool is a helper tool that's used to, for example, list the keys that are on the card. Or das Tool ist da, um die verschiedenen Zeichen aus der Karte auszulesen. The memory gets corrupt and it's possible to. Wenn man es reden will, dann. It's not a scenario that you would think somebody would exploit. Ist nicht ein Szenario, das man ausnutzen kann. It's a nice case. Aber schön zu wissen. Another vendor is Yubico. They also. Ein anderer Hersteller ist Yubico. Der kleine Devices verkauft, die auch Smartcards haben, zum Beispiel auf dem USB-Stick. Sie haben diese Funktion, diesen Code auf ihrem Gerät. Die kopieren dann die Daten, die sie rausgeholt haben, auf dem Speicher. Whether the data already received. Sie prüfen, ob die Daten, die empfangen wurden, größer sind als der Speicher war, und dann gibt es eine Fehlermeldung, aber sie machen einfach weiter und dann bringt es natürlich nichts. Das ist natürlich einfach zu korrigieren, aber das sind die Dinge, die eben so passieren. Second proof of concept is you can read most of it. This is now for the classical Linux login. Das ist für das klassische Linux Login. Wir kümmern uns nicht um den Usernamen.
the driver gets active. Sobald die Smartkarte eingelesen wird, kopiert sie die Daten. Und ich debugge es. After a while you see that nach einer gewissen Zeit kommt die, wird die Fehlermeldung ausgelöst. Der Output-Buffer ist zu, Speicher ist zu klein und es wird weiter reingeschrieben. At the end, I also get a code execution. And the nice thing is, if you can read it, I'm. Also ja, das Lässige ist hier am Ende gibt es dann halt eine Code Execution und ich bin als Root eingeloggt. How do you exploit this in wild? Also wie kann man jetzt das in der Praxis ausnutzen, dieser Bug? Am einfachsten wäre es natürlich, wenn man use custom hardware, that also wenn man irgendwie custom hardware brauchen könnte, um mit einem Smart Card Reader zu kommunizieren, da müsste man irgendwie Drähte haben, die aus dem Reader kommen. Das wäre natürlich gut beim Linux-Login oder vielleicht bei einem Geldautomaten geht das nicht so oder Access Control Systems. Also ich habe jetzt Basic Card verwendet. Ja, da muss man in Basic schreiben, aber man kann das ganze Smart Card Zeug machen, das man machen will. Das Wichtigste ist, dass man das ATR voll custom machen kann. Also die Answer to Reset. Das heißt, man kann es so hinbasteln, dass jeder Treiber deine Karte akzeptiert. Das geht halt nicht mit allen Karten. Also auf einer tiefen Ebene definiert man hier die Bytes vom ATR. In diesem Fall hier ist das für den OpenSC-Treiber. Und dann deklariert man die Funktionen, die ATD braucht. Also hat man Großbuchstaben bei Class Bytes und ein Instruktionsbytes von A4 und wie die Funktion heißt. Und da kann man noch Parameter übergeben und dann hat man hier noch Generatoren. So, das hier ist das MySelect-File, die Funktion. Da kann ich angeben, welche Datei der Treiber auswählen will und dann in diesem Fall hier meine statische Antwort auswählen. So, also dieser Code ist ziemlich dämlich für dieses Kommando, aber ich meine, ich wollte einfach mal schauen, wie das funktioniert und wie ich den Treiber halt angreifen kann. So, wie findet man Bugs im Smartcard-Treiber? Also man kann natürlich manuell den Source Code auditieren, das habe ich auch gemacht und eine andere Lösung ist halt, das mit Fuzzing zu machen. Also ich meine, es ist im Prinzip, man schickt da ganz viele Bullshit-Daten an den Treiber und versucht rauszufinden, was dann passiert. Das Problem ist, viele Fuzzing-Tools sind halt so gebaut, dass sie auf Basis von Files funktionieren. Also die sind nicht so gebaut, dass man Pakete schicken kann und eine Antwort erwartet. Also man hat da die Herausforderung sozusagen, den File-Input vom Fuzzer umwandeln in etwas, das wie Protokolldaten funktioniert. Das Schöne ist halt hier mit diesem SCAR Transmit Wrapper, das sagt einem, wie viele Daten das empfangende Ende erhalten will, also wie viel da gelesen werden soll, wie viele Bytes. Also die Idee war halt hier dann eben, diesen Buffer immer bis zum Ende zu füllen mit Daten aus einer Datei. Und weil es nicht netzwerkorientiert ist, muss man hier irgendwie sich nicht um Polling kümmern oder so. Also man kann einfach den Buffer füllen. Das sieht dann hier jetzt für OpenSC so aus. Also ich habe hier einen virtuellen Leser gebaut und dieser hat dann eine Schnittstelle zum Fuzzer. Also ich habe da AFL verwendet, American Fuzzy Lob. Und dann habe ich mir dann Code Coverage angeschaut, um zu sehen, welches Input-File da irgendwie interessant ist und welches nicht. Also das war so der größte Teil von meinem Projekt eigentlich. Ich habe es auch versucht, also ich meine, das habe ich gemacht. Ich habe eine Bibliothek geschrieben, die man auf Windows oder Linux preloaden kann. Und so, dass die SmartCard mit diesem neuen Code interagiert, anstatt mit dem echten Reader. Und
damit kann man halt auch ja, praktisch beliebige Smart Card Treiber fassen. Aber das ist noch nicht genug damit. Letztes Jahr, Tavis hat Teile von Windows Defender, also von Windows Antivirenlösung auf Linux portiert. Und der Code, den er fuzzen wollte, wollte er in einer sehr, sehr kleinen Umgebung laufen lassen. Also bei Fuzzing ist es halt immer schön, wenn man sehr viele Iterationen in kurzer Zeit machen kann. Weil je schneller das Fuzzing geht für bestimmter Code, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Bugs findet, weil man halt mehr zufällige Daten ausprobieren kann. Also ich habe diese Library genug geprügelt, dass ich Windows Smart Card Treiber auf Linux laden konnte, um sie zu testen. Also gibt es bestimmte Ausnahmen. Wenn ihr einen .NET Treiber habt, dann geht das nicht, weil es halt von sehr vielen zusätzlichen Bibliotheken abhängt. Aber alles, das halt einfach direkt in C geschrieben ist, sollte eigentlich funktionieren. Ja, also diese Fuzzer habe ich veröffentlicht, die könnt ihr hier runterladen. Also wenn irgendwie da was nicht geht, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Also so sieht AFL aus, wenn man es laufen lässt. Ich habe es insgesamt etwa 28 Tage laufen gelassen. Und ja, konnte da ziemlich viele Bugs aus OpenSSI rauswerfen. Aber wenn wir jetzt die Coverage Reports anschauen, ist die Coverage nur 30%. Also ich meine, das ist nicht so schlimm, wenn man jetzt dran denkt, dass, naja, die Antworten müssen halt für viele verschiedene Requests richtig sein. Also am Anfang versucht der Smart Card Treiber zu prüfen, dass die Karte ja wirklich existiert und dass man damit interagieren kann und versucht gewisse Files aufzumachen und liest gewisse Files. Und ich meine, also man braucht irgendwie 10 Befehle, bevor irgendwie was Spannendes passiert. Also zum Beispiel die Auflistung von Zertifikaten oder so. Also ich meine, ich war ziemlich erstaunt, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und ja, natürlich hat man hier am unteren Ende einige Files, die 0% Coverage haben, also Funktionen, die ich gar nie angefangen habe. Da hat man hier Treiber, die halt standardmäßig ausgeschaltet sind. Und am anderen Ende der Tabelle für gewisse Treiber war die Code-Coverage aber ziemlich hoch. Also da war ich schon überrascht, dass mit so einem einfachen Aufbau das so gut funktioniert hat. Also ich meine, ich habe einfach irgendwie 2 Beispielfiles reingeworfen und damit konnte ich sehr viele verschiedene Funktionen auslösen durchs Fuzzing. Also es ist ja nicht nur die Treiber, die interessant sind in diesem Setup, sondern auch so die oberen Schichten, also in PAM-Module zum Beispiel. Eines davon, das man brauchen kann für Smart Card Login, ist dieses PAM-PKCS11. Und der Prozess sieht hier sehr ähnlich aus, aber mit einem wichtigen Unterschied. Das ist da, wo die Nonce erzeugt wird. Also wenn man eine Nonce erzeugt, braucht man gute Zufallsdaten, weil wenn man die Nonce erraten kann, wenn der Angreifer die Nonce erraten kann, wenn diese Nonce später nochmal verwendet wird, kann ein Attacker einen Replay-Angriff machen. Also man braucht halt da eben viel Entropie. Und es hat so ein kleines Hilfsmodul, das die Entropie generiert. Also sie haben im Prinzip die Smart Card danach gefragt, zufällige Daten zu erstellen und dann wird die Smart Card gefragt, eine Signatur zu erstellen. Also wenn der Angreifer einen Computer kontrolliert, dann kann er halt die Nonce und die Signatur für die Nonce erhalten und kann halt dann damit einen Replay-Angriff machen. Also das ist halt auch ein interessanter Fehler, bei dem man wieder die Psychologie des Entwicklers sieht, dass er der Karte halt traut. Ja, natürlich gibt es auch irgendwie Probleme, wenn man solche Treiber-Exploits schreiben will. Also die Daten, die an die Karte geschickt werden, sind ziemlich klein. Und wenn man irgendwie Information Leak basteln will, ist das schwer zu machen.
weil man nicht wirklich Interaktion hat. Also man hat keine Tastatur oder kein Bildschirm bei der Smartcard. Aber wenn man natürlich da irgendwie Drähte anlöten oder so, dann gibt es da irgendwie Firmware, bei der man nicht bloß Man in the Middle machen kann, sondern dass man hinschicken kann, was man will. Also der Vorteil ist halt, dass man da nicht notwendigerweise Code-Ausführung machen muss, sondern einfach, man will einfach bloß ein paar Bits im Speicher flippen, die dann angeben, dass der User jetzt eingeloggt ist. Also was ich davon gelernt habe, ist, dass ich immer dachte, Smartcards sind was Gutes für Zwei-Faktor-Authentisierung, aber ich habe mir nie wirklich gedacht, wie das die halt Angriffsfläche vergrößert, wenn man halt Smartcard-Authentisierung einführt. Das ist so ähnlich wie Antivirus. Also es hilft bei der Sicherheit, aber wenn die Antivirensoftware einen Fehler hat, ist das halt dann auch ziemlich schlimm. Also wenn ihr OpenSC braucht, da gibt es eine Konfigurationsoption, die man brauchen kann, um bestimmte Treiber Black oder White zu listen. Also das heißt, dann kann man es so machen, dass bloß die Treiber laufen, die man wirklich braucht. Also das reduziert natürlich die Größe der Angriffsfläche. Und die Yubico-Leute, die haben halt einen neuen Treiber in Python geschrieben und da hat man natürlich diese Speicherkorruptionsfehler dann einfach nicht mehr. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das so zu machen, dann ja, bitte. Also danke euch. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann... And I don't use Twitter. The only social network somebody tricked me into using is LinkedIn, so sorry for that. And we have 5 microphones for questions and we have about 5 minutes. So, wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Bitte stellt euch bei dem Mikrofon hin. And the exits are the 2 ones to the left. There is a question from microphone number 1. Yes, I have a question. So, ich habe eine Frage, die etwas komisch ist vielleicht, aber hast du sowas versucht mit RFID-Karten? Also bei vielen Smartcard-Readers, zum Beispiel bei Türen, muss man eine Karte hinhalten und kann man da irgendwie den Türöffner fassen? Das Protokoll ist das gleiche bei Türen, aber ich habe nicht damit herumgespielt. For those of you leaving, please leave quietly so that we can do the Q&A. There is another. Wer den Raum verlässt, bitte ganz ruhig. Hast du schon versucht, das mit deinem Microcontroller zu machen, also anstatt der Basic Card? Vielleicht gibt es da irgendwie ein gescheites Framework, das man brauchen könnte. Stuff is what you want to do. Das ist, dass man. Ich habe das versucht, sie haben eine zweite Version herausgegeben. Ich würde auch in diese Richtung gehen. Ein Freund möchte auch ein PCB maßgeschneidert machen. Also es gibt ganz viele Optionen. We have a couple of more questions waiting. So, come to me later. Komm doch nachher zu mir, ich spreche dann darüber. Yes, your talk is mostly about. Also dein Talk ging jetzt vor allem um bösartige Karten, die den Angriff starten und den Leser kompromittieren. Gibt es auch eine Möglichkeit, also einen RSA-Key oder so aus der Karte rauszuholen, oder ist das zu sicher? Das ist, was ich angeschaut habe. Ich bin kein Hardware-Mensch. Der Talk von Carsten Noll an einem der Camps war gut, ihr habt das gesehen, einer der Folien. Und eben, ja. So, ich bin ein Software-Guy, also Entschuldigung. Ist das PKCS-Protokoll und PCSC-Software-Stack zu kompliziert? Und könnte man das mit etwas Einfacherem ersetzen? Problem ist nicht die Software, die Komplexität. Wir haben die realen Daten, die der Treiber schickt.
manchmal sind es Herstellerangaben. All das, all an diesen alles passiert einiges, wo es Probleme gibt. But if you have a second question and didn't get time to ask it before, there's time enough to stand up behind the microphone and ask it again. Microphone number two. Thank you very much for the talk. Danke für den Talk. Eine Frage. Du hast gezeigt, dass diese Sicherheitslücken im Treiber, das heißt doch, dass jeder PC, der Smart Card Authentisierung erlaubt, ist ja dann, hat dann ein Problem mit dieser Root-Login-Lücke. Die Treiber sind nicht installiert, standardmäßig. Und bei Windows manchmal, weil die Hersteller haben die zur Verfügung. Ich weiß nicht genau, warum sie das tun. Es ist irgendein Businessmodell. Also normalerweise muss man das speziell aktivieren am PC. Sicher auf Linux und bei den anderen kann ich es nicht so genau sagen. Questions, so please get up behind the microphones if you have more questions. Question from microphone number one. Yes, another thing is regarding this RFID cards. So, zu diesen RFID-Karten nochmal. Ich meine, im Android-Telefon kann man ja einen NFC-Controller brauchen, um so einen NFC-Tag zu simulieren. Also man müsste doch diese NFC-Tag-Emulator in einem Android-Telefon brauchen, um das Fuzzing zu machen für NFC-Tags. Wäre das ein guter Ansatz? Ich habe das Fuzzing nicht auf der Basic-Karte gemacht. Ich habe sie nur gemacht, um sie auszunutzen. Ich wollte ganz viele Iterationen machen, um möglichst viel auszulösen. So, I guess you can do that. Man kann das tun, was ihr vorschlagt, mit contactless version. Es gibt auch kontaktlose Karten natürlich, die verkauft werden. Ich habe das nicht. Man könnte die Firmware auf dem Mobiltelefon angreifen, um es zu entsperren. Ich weiß es nicht. Seems like we've all run out and there are no questions from the internet either. So, please give Eric a big round of applause. So, gerne nochmal einen Applaus für Eric, bitte.